Hallo, willkommen im Medical Park Borussia Mönchengladbach. Wir haben heute was Besonderes für euch Schulkinder ausgedacht. Und zwar haben wir eine Idee aufgegriffen, die von der lieben Frau Reg aus dem Tomeum in Kempen kam, dass wir den Kindern doch ein paar aktive Clips drehen könnten, wo wir zeigen, welche Übungen machen denn Sinn, um mal wegzukommen vom Schreibtisch, um sich mal so ein bisschen zu bewegen, damit der Körper auch ein Bewegungsapparat bleibt und kein Sitzapparat wird. Hierzu habe ich mir Unterstützung eingeladen. Luna als Vertreterin der Kinder des Tomeums. Cameron Arnold, Spieler der U19 hier bei der Borussia. Marcel Witteczek, 167-maliger Spieler der Borussia. Michael Klinker, 281 Spiele für die Borussia hier aus Mönchengladbach. Als erstes ist die Mobilisation wichtig. Also weg vom Schreibtisch. Aufstehen, bewegen und den Körper mal wieder geschmeidig machen. Dafür habe ich euch 6 Übungen mitgebracht. Das erste, das ist die Genie. Bei der Genie habt ihr die Arme zur Seite gestreckt, aufrechter Stand, die Schultern sind tief, der Kopf ist gerade. Jetzt zeigt die rechte Hand mit der Handfläche nach oben, die linke Hand mit der Handfläche nach unten. Der Kopf dreht sich so, dass ihr zur rechten Hand schaut, da wo die Handfläche oben ist. Jetzt drehen sich die Hände entgegengesetzt und der Kopf nach links und wieder zurück nach rechts. Das Ganze machen wir 30 Sekunden lang. Langsames Tempo. Kopf bleibt immer gerade, also rollt den Kopf nicht über den Nacken, sondern schaut immer, dass der Kopf gerade bleibt. Noch 10 Sekunden. Okay, und die Arme auslockern. Zweite Übung ist der Hamstring Stretch. Da stellt ihr euch ein bisschen breiter, das macht die Sache etwas leichter für euch. Und dann lasst ihr euch vom Oberkörper her nach unten absinken und geht mit den Händen Richtung Boden. Kommt langsam wieder hoch und geht wieder runter. Langsame Geschwindigkeit. Ihr seht schon, es gibt beweglichere Menschen als mich. Das war auch gar nicht schlimm. Übung Nummer 3, das ist der Couch Stretch. Dazu geht ihr in den Ausfallschritt. Kniet das linke Knie unter die Hüfte. Das rechte Bein stellt ihr nach vorne im rechten Winkel an. Nehmt die Hände hinter den Kopf, die Ellenbogen hinter den Ohren. Und schiebt das Becken nach vorne, dass ihr so ein Ziehen in der linken Leiste spürt und dreht euch nach rechts, sodass ihr über das rechte Bein schaut. Langsam zurück, das Ganze noch ein zweites und ein drittes Mal wiederholen. Okay, dann wechselt die Seite. Rechtes Knie unter der rechten Hüfte, das linke Bein nach vorne gestellt. Oberkörper weiterhin aufrecht, Arme nach hinten und dann dreht ihr über das linke Bein nach links. Wieder zurück, nochmal wiederholen und ein drittes Mal. Okay. Übung Nummer 4 ist die berühmte Katze-Kuh-Übung. Dazu geht ihr in den Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüftgelenken und jetzt schieben wir wie eine Katze den Rücken Richtung Decke und schauen dabei nach unten, Kinn auf die Brust und gehen langsam in den Wechsel, Kopf geht langsam in den Nacken, die Wirbelsäule hängt wie eine Hängematte durch, wie eine Kuh und wechseln wieder zur Katze. Und langsam wieder zur Kuh. Und nochmal Kopf nach unten, gehen zur Brust. Wirbelsäule richtig schön rund machen. Und nochmal die Gegenrichtung. Kopf in den Nacken. Okay. Wir kommen zur Übung Nummer 5. Die Brustwirbelsäulenrotation. Dazu gehen wir in die gleiche Ausgangsstellung wie bei der Katze-Kuh in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter den Schultern,
Die Knie sind unter den Hüftgelenken. Ihr nehmt die rechte Hand vom Boden weg, bleibt in der Wirbelsäule ganz gerade und stabil, dreht euch jetzt um die eigene Achse, indem ihr mit der rechten Hand unter dem Körper hindurchgreift nach links und führt die Hand wieder zurück und dreht Richtung Decke, schaut der Hand hinterher, kommt wieder nach unten, dreht wieder unter dem Körper hindurch und öffnet wieder Richtung Decke. Noch ein weiteres Mal. Drehung nach links. Und nochmal zur Decke. Wir wechseln die Hand. Stützen rechts. Die linke Hand geht unter dem Körper durch. Und kommt zurück Richtung Decke. Das Ganze nochmal. Versucht dabei, so gerade wie möglich zu bleiben in der Körperhaltung und dreht euch um die eigene Achse. Und wieder zurück. So, die letzte und die sechste Übung ist die Brezel. Die sieht ein bisschen kompliziert aus, lässt sich aber eigentlich ganz gut umsetzen. Dazu legt ihr euch auf den Rücken. Nehmt das rechte Knie nach oben. Die linke Hand auf das rechte Knie und dreht euch zur Seite. Im Idealfall liegt das Knie am Boden. Ihr nehmt den linken Fuß mit der rechten Hand und zieht ihn zum Po. Der Oberkörper dreht sich jetzt nach rechts und schaut nach rechts. Bleibt so liegen und haltet das ungefähr 30 Sekunden. Versucht ein bisschen nachzuziehen, euch weiter zu entspannen. So, nach 30 Sekunden löst ihr langsam die Seite. Legt euch wieder auf den Rücken. Streckt das rechte Bein in das linke Knie nach oben. Die rechte Hand seitlich auf das linke Knie. Und dreht euch auf die rechte Seite. Dann nehmt ihr den rechten Fuß mit der linken Hand. Zieht die Ferse wieder zum Po und dreht euch nach links. Und auch das haltet ihr wieder 30 Sekunden. Zieht noch mal ein bisschen nach, bleibt entspannt und langsam wieder auflösen. Das waren die sechs Übungen zur Mobilisation.